Hallo bei Bauingenieur TV. Die Arbeiter an der B67 in Meerfeld waren sehr fleißig und deswegen gibt es wieder ein neues Video mit dem neuesten Stand der Arbeiten. Beginnen wir wieder im Bereich Meerfeld. Hier wurde mit dem Bau der Auffahrt Meerfeld begonnen und es sind auch schon die ersten Fundamente im Boden zu erkennen. Im Moment scheint man auf jeden Fall noch eher mit der Wasserhaltung zu kämpfen. Bei diesem Schwenk sieht man zum einen die Baustelle für den Bau der Auffahrt Meerfeld auf die B67 und über diese grüne Wiese wird einmal die Bundesstraße verlaufen. Zuletzt kommt wieder die Gewässerquerung Kottenbrocksbach ins Bild. Der Bereich hinter dem Kottenbrocksbach wurde bereits aufgeschüttet und somit das Planum für den Bau der B67 erstellt. Aber hier wird auch noch mehr Boden verteilt werden, wie man in den dort lagernden Mieten erkennen kann. In den letzten Wochen wurde nicht so viel Erdbau betrieben, weil durch die starken Regenfälle der Boden gut durchnässt wurde. Beim Vergleich mit den Aufnahmen aus dem November letzten Jahres sieht man, dass auch hier wenig Veränderungen passiert sind. Der Natur, wie zum Beispiel diesem Storch, scheint die Baustelle erstmal egal zu sein, was sich wahrscheinlich, wenn der Verkehr fließt, ein wenig ändern wird. Und im Hintergrund sehen wir sie schon, die Baustelle für die Brücke der B67 über die L600. Diese befindet sich im Bereich des ehemaligen Bahnhofs Meerfeld. Und da gucken wir uns jetzt mal etwas mehr um. Hier am ehemaligen Bahnhof Meerfeld hat sich richtig viel getan. Im Vergleich mit dem Bild aus dem letzten Sommer sieht man, dass die Betonbauer sehr fleißig waren. Im Moment entsteht die Auffahrtsrampe und die Widerlager für die Überquerung der L600. Auch hier wieder eine Vergleichsaufnahme. Im letzten November stand die Gewässerquerung Mühlenbach noch einsam in der Landschaft. Jetzt schließt hier eine große Stützwand an, die zum Brückenbauwerk führt. Wie man sehen kann, wurde das erste Brückenwiderlager bereits fertiggestellt und das zweite ist gerade im Bau und wird eingeschalt. Und dort hinten sieht man die schon seit letztem Herbst fertiggestellte Brücke über die Bahnlinie Dortmund-Enschede. Hier noch einmal von oben die noch nicht aufgefüllten Widerlager, beziehungsweise das noch nicht fertiggestellte, aber eingeschaltete Lager auf der nördlichen Seite. Die Überquerung für die Bahnlinie Dortmund-Enschede, auf der hier gerade eine Regionalbahn fährt, ist nun fertiggestellt. Die Brückenplatte wurde gegossen und die Kappen anbetoniert. Nun werden in Kürze aus beiden Richtungen die Rampen zur Fahrt auf die Brücke aufgeschüttet werden. Nach einem kleinen Rückblick auf die Eisenbahnüberführung fliegen wir nun entlang der neuen B67 in Richtung B474. Auch hier wurden bisher kaum Bodenarbeiten durchgeführt
obwohl schweres Baugerät vor Ort im Einsatz ist. Trotzdem scheint man damit begonnen zu haben, das Plano auszuheben, und dieses wurde bereits mit der Walze verdichtet. Und nun nähern wir uns wieder dem Kreuzungsbauwerk der B67 mit der B474 bzw. dem Beginn der B474N, die dort in Lewes entstehen wird. Der hier erforderliche Einschnitt, durch die B67 laufen wird, wurde bereits vollständig ausgehoben. Wo hier im Herbst letzten Jahres noch Wasser steht, wurde nun die Eintiefung der Bundesstraße abgeschoben und das Planum verdichtet. Und nun endlich zum Kreuzungsbauwerk der B67 mit der heutigen B474. Die fertiggestellte Brücke wurde nun an die alte B474 angeschlossen. Beim Tiefflug mit der Drohne kann man nun einmal den Blickwinkel testen, den später Auto- und Lastwagenfahrer haben werden. Lassen wir die letzten 12 Monate einmal Revue passieren. Nach und nach entstand hier das Kreuzungsbauwerk mit seinen 2 großen Auffahrtskurven. Und nun läuft der Verkehr über die neue Brücke und die Ersatzfahrbahn, die sich rechts daneben befand, wurde schon wieder zurückgebaut. So wird der Verkehr einmal laufen aus Richtung Borken zur Autobahn. Und über diesen Weg werden die Autos aus Richtung Borken hinauffahren zur heutigen B474 und dann rechts nach Dülmen oder links nach Großfeld abbiegen können. Genug für dieses Video. Es gibt noch viel Material von der anderen Seite der Brücke. Also verpasst nicht das nächste Video, das wird in ein paar Tagen kommen. Das war's für heute bei Bauingenieur TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video von der anderen Seite der B474. Und tschüss!